Andi überlegt noch, was er sagt. Ich hatte vorhin einen guten Satz und da hat Christa noch an seinen Haaren rumgespielt. Da-da-da-da! Herzlich willkommen zu unserer wirklich allerersten Folge von Lass mal reden. Mein Name ist nach wie vor Christopher und das ist der... Andi. Ich dachte, der allseits beliebte Andi. Hat sich noch nicht durchgesetzt. Ja, aber ist kurz davor. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute ein großartiges Thema. Oh, aber bevor wir das erzählen, machen wir eine kurze Zusammenfassung, was so die letzten 2, 3 Tage hier überhaupt passiert ist. Ja, Leute, krass, wie viele von euch schon unseren Kanal abonniert haben und wie viele Daumen wir nach oben kriegen, ist unfassbar geil. Also, wir wissen es zu schätzen. Macht weiter so, bleibt uns treu und dann geht es immer weiter mit crazy Content hier. Genau, from the heart übrigens. Stark, was ihr bisher geschrieben habt, viele Nachrichten schon bekommen. Und wenn ihr nach wie vor oder jetzt erst recht ein Teil von Lass mal reden sein wollt, wir blenden gleich nochmal die E-Mail-Adresse ein oder unsere Facebook-Nachricht. Schickt uns Themenvorschläge, schickt uns Sachen, über die ihr reden wollt. Also schreibt uns wirklich, wenn euch was am Herzen liegt. Und dann binden wir das hier irgendwie in die Sendung mit ein. Und es wird mega, mega geil. Aber vielen, vielen Dank für die ersten 3 Tage schon mal. Bevor wir jetzt zu unserem allerersten Thema kommen, haben wir uns aber überlegt, ihr solltet uns noch näher kennenlernen. Deswegen haben wir uns 10 Fragen füreinander überlegt. Schnelle Fragen, schnelle Antworten quasi. Los geht's. In der ersten Runde unseres kleinen neuen Spiels fangen wir mit Andi an. 10 neue Fragen für ihn. Los geht's, schnelle Antworten, nicht lange drüber nachdenken. Okay. Frage Nummer 1. Nach Trennung, weg oder Freunde bleiben? Weg. Bester Film aller Zeiten? Watchmen. Bibis Beauty Palace oder Sami Slimani? Bibi. Okay, wenn du in einem Alter deines Lebens stehen bleiben müsstest, in dem du bisher schon warst, in welchem Alter würdest du stehen bleiben und warum? Dem jetzigen und weil ich einen YouTube-Kanal habe. Okay. Bester Song aller Zeiten? Heya von Outkast. Ab wann darf man vor dem Partner pupsen? Direkt. Verbrennen oder ertrinken? Ertrinken. Für immer Oberkörper frei rumlaufen oder für immer Unterkörper frei rumlaufen? Oberkörper. Oberkörper? Mhm. Okay. Wegen vom Schutz vor den anderen. Ich verstehe. Du kannst dir eine Superkraft wünschen. Welche wäre das? Jumper. 10. Frage ist ein bisschen länger. Mhm. Ich bin sehr gespannt. Okay, ja. Pass auf. Du bist mit deiner Freundin und deiner Mutter im Wald spazieren. Kommt eine Hexe auf euch zu und verzaubert die beiden so sehr, dass sie den Körper vertauschen. Mhm. Du musst mit einer von beiden schlafen, sonst sterben beide. Also, schläfst du mit deiner Mutter, die sieht aber aus wie deine Freundin. Mhm. Oder schläfst du mit deiner Freundin, die aber aussieht wie deine Mutter. Mhm. Da würde ich mit dem Kopf, also dem Verstand von meiner Mutter und dem Körper von meiner Freundin schlafen. Ja? Ja. Also, du vögelst deine Mutter. Den Körper vögel ich von meiner Freundin. Ja, aber deine Mutter kriegt schon mit, dass... Ja, also das dauert ja eh nicht lange. Ja, bisschen Schwund ist immer. Ja, ja, und ich habe mir natürlich auch 10 sehr gute Fragen überlegt für den guten Herr Chris. Und bist du bereit? Aufgeregt, aber bereit. Naja, komm. Also, wie stehst du zu Sternzeichen? Ist mir relativ egal. Okay, Fleisch oder Fisch? Fleisch. Mit oder ohne Socken? Mit Socken essen. Kuchen oder Torte? Ist da ein Unterschied? Kino oder Netflix? Kino. Joggen oder Fahrradfahren? Joggen. Welches Verhalten bei einem Menschen triggert dich so richtig? Arroganz. Arroganz funktioniert gar nicht, deswegen mache ich mit ihm den Kanal. Wie viele Payback-Punkte hast du? 0. Wie bereitest du dich auf deine Konzerte mit den Zillertaler Schürzenjägern vor? Also erstmal untenrum schön waschen und dann einfach gib ihm Gas. Stelle Pantomime, kannst du pantomimisch, kannst du pantomimisch einer Person erklären, dass sie riecht? Ja, Pantomime ist übrigens ohne Geräusch. Wie hast du die Niederlage gegen mich im Federball verkraftet? Ja, war schwer, aber kurze Gegenfrage. Findest du nicht Menschen auch richtig scheiße, die einmal gewinnen und wenn man dann eine Revanche haben will, dass sie dann sagen, ich kann nicht mehr, ich bin K.O.? Nee. Ist es dir unangenehm, Klopapier zu kaufen, wenn du in der Schlange stehst und die Leute hinter dir wissen, wofür du das Klopapier benutzt? Früher ja, heute nicht mehr. Und die letzte Frage. Haben wir 10? Weiß ich nicht. Okay, sagen wir einfach, es ist die 10. Ja. Wohin würdest du dein nächstes Tattoo stechen lassen? aufs Steißbein, ein Tribal. Oh, schön. Ja, ich glaube, besser kann man uns eigentlich nicht kennen. Ich habe aber noch eine 11. Frage für dich. Oh ja, schieß mal los. Und zwar, ja. Mit welchen 3 Männern auf der Welt, egal wer, würdest du gerne schlafen? Unser Thema heute ist nämlich MILF,
Man I'd like to fuck. Wir haben uns gedacht, es wäre ja langweilig, wenn wir über Frauen reden würden. Wer redet schon über Frauen? Zack, Shitstorm. Wir reden über die Männer, mit denen wir gerne schlafen würden. Wir haben uns das so überlegt, dass jeder seinen Platz 3 sagt, dann sagt jeder seinen Platz 2. Mhm. Dann haben wir sogar uns überlegt, wollen wir das sagen, wen wir auch richtig eklig finden? Ja, das wollen wir sagen. Dann reden wir also kurz über denjenigen, den wir richtig eklig finden. Und dann kommt die Nummer 1 der Männer, mit denen wir gerne schlafen würden. Und das ist ungelogen. Also zumindest bei mir. Ich würde wirklich gerne mit denen schlafen. Ja? Ist das ungelogen? Es ist ungelogen. Ja, ungelogen. Ungelogen. Hashtag ungelogen. Ich würde sagen, du fängst an. Wer ist dein Platz 3? Auf Platz 3 habe ich gewählt den guten alten Kit Harington. Auch bekannt als Jon Schnee, Jon Snow oder... In irgendeinem Film spielt er auch die ersten 2 Minuten mit und wird dann umgebracht. Das ist mein Lieblingsfilm. Ja, den finde ich auch richtig gut. Kennst du den? Kit Harington kenne ich. Wurde mir komischerweise, als ich hatte mal wunderschöne, lange, lockige, dunkle Haare, haben mir Leute Ähnlichkeit zu dem unterstellt. Ich habe aber nie irgendwas von ihm gesehen. Ich habe noch nie Game of Thrones gesehen. Ja, nobody's perfect. wie kann man Game of Thrones nicht gesehen haben? Aber sag mir doch mal, warum du gerne mit Kit Harington schlafen. Willst du dann auch mit mir schlafen, wenn da eine gewisse Ähnlichkeit ist? Nee. Kit Harington, ja, ist ein cooler Typ. Er hat so eine gewisse Verletzlichkeit, die ich ihm gerne rausvögeln würde. Bei mir ist es eher so eine emotionale Sache. Ich würde ihn erstmal so in den Arm nehmen, ein bisschen streicheln und einfach ihn beschützen wollen auch, ja. Unter so einem Baum, unter einer Weide oder so, wenn er so ein weißes Leinen-Shirt anhat oder so, dann würde ich sagen, also streicheln, seine Haare sind schon schön. Er hat aber noch was an bei dir in der Vorstellung. Kraulen, so. Ja, nur obenrum. Ja, okay. Da würde ich schon sagen, dass ich dem guten Kit dann ordentlich die Leviten lesen würde da unterm Baum. Dass er nicht mehr weiß, wo Gott wohnt danach. Ja, ich sehe, du bist sehr angetörnt von meiner Nummer 3. Ja. Nicht? Doch, wenn er Ähnlichkeit mit mir hat, muss es ein tierisch geiler Typ sein. Ja, so habe ich mir nämlich gedacht. dann schieß mal los. Was ist denn dein Platz Nummer 3? Mein Platz 3 ist Tom Cruise. Oh. Ich wusste es. Ey, aber pass auf, Leute. Nicht der aktuelle Tom Cruise, der alte, kurzhaarige Psycho-Tom Cruise, sondern ohne Scheiß. Stellt euch jetzt, ich hoffe, ihr habt den alle gesehen, Mission Impossible 2 vor. Stellt euch den jungen Tom Cruise mit langen Haaren vor, wie er in Zeitlupe auf so einer Party an der Kamera vorbeiläuft und in die Kamera, ey, der ist so heiß gewesen früher. Tom Cruise, ohne Scheiß, hätte ich mich schwängern lassen von dem. Also du findest Tom Cruise... Ich finde es nicht nachvollziehbar. Wie kannst du so einen aalglatten Typen nehmen? So, was würdest du denn überhaupt mit dem machen? Würdest du dich von ihm... Nee, Tom Cruise... Du ihn aktiv? Ja, Tom Cruise ist Taker, definitiv, ach so. Ja. Okay. Ja. Wieso, das ist doch geil, Mann. Tom Cruise, wirklich, also... Aber das muss halt der junge Tom Cruise mit den langen Haaren sein. Oder auch, ich glaube, Last Samurai oder sowas hat er gedreht. Ach, da war er mir zu siffig. Nee, richtig. Ja, ist doch geil. Ein bisschen dreckig muss sein immer. Sake! Sake! Zitat aus dem Film übrigens. Gut, dann ist halt mein Platz 3 scheiße. Nee, vielleicht ist ja dein Platz 2 besser. Ist ja Geschmackssache. Ja, Geschmackssache. Dann sag doch mal, was ist ein Platz 2? Also mein Platz 2, und da lasse ich nichts drauf kommen, ja, nichts. Außer mich, ist natürlich der gute Herr Bradley Cooper. Gut bekannt aus den Filmen Ohne Limit und American Sniper und Hangover. Genau. Hier muss ich sagen, kann ich nachvollziehen. Ja? Bradley Cooper ist schon eine geile Sau. Ja, glaube ich. Ist schon eine richtig geile. Er wirkt auch relativ sympathisch. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, er ist auch ein bodengebliebener Typ. Ähnlich wie wir. Könnte sich auch hier mal reinsetzen, wenn er will. Wer ist Rollenverteilung bei euch? Ausgeglichen, würde ich mal sagen. Okay. Quasi fast gleichzeitig kommen zum Beispiel auch oder so. Und nicht dann so noch, ja gut, okay, dann machen wir noch fertig oder ich mache jetzt noch was oder so, sondern... Nee. Schon. Kuscheln? Seid ihr absolut, Kuschler? Seid ihr Kuschler? Ja, absolut, auf jeden Fall. Also vor allem, wenn er diese Wuschelhaare hat. Ne? Ja. Ich mag das nicht, wenn er seine Haare so kurz macht. Nee. Da könnte ich ausrasten, da würde ich am liebsten sagen, so Bradley, ich rufe dich an. Ist Schluss. Was ist los? Aber wenn er so, würde ich ein bisschen so... Okay, bevor ich jetzt zu erregt bin, würde ich meinen Platz 2 sagen. Ja, schieß los, Alter. Ich bin richtig gespannt. Wirklich? Wirklich? Er sagt es mal deinem Gesicht. Ja, es kann nur besser werden. Mein Platz 2 ist der gute alte der Joker. Aber nicht der Joker, sondern Jared Leto. Echt? Ja,
Jared Leto. Aber nicht der Jared Leto mit den kurzen Haaren, sondern der Jared Leto mit den langen Haaren. Ey, ja, man erkennt da ein Muster. Ja, das ist so ein Fetisch, genau. Ey, Jared Leto, ohne Scheiß, Leute, geht auf sein Instagram-Profil, guckt euch Fotos mit seinen langen Haaren an. Hm. Richtig geil. Ich glaube, der ist auch mittlerweile 120 Jahre alt und sieht aus wie 30. Woher kennt man den eigentlich, Jared Leto? Jared Leto kennt man aus, ist der aktuelle Joker. Übrigens, richtig scheiß Film, Suicide Squad. Der dürfte mich überall küssen. Oh, schick. Schöne Vorstellung. Toll. Ich merke, wie das Testosteron hier in uns beiden steigt. Wenn ihr wüsstet, was man hier unterm Tisch gerade sieht. Ich komme einfach mal zu meinem Flop. Vielleicht zieht dich das wieder ein bisschen runter. Okay. Flop. Flop fand ich übrigens wahnsinnig schwer, weil ich habe mir überlegt, ein Flop muss jemand sein, den aber ganz viele geil finden, wo ich es aber nicht nachvollziehen kann. Ja. Also wenn ich sagen würde... Tom Cruise zum Beispiel. Mein Flop ist auf jeden Fall Russell Brand. Russell. Kennst du den? Brand. So ein Rocker-Typ, lange dunkle Haare. Wir haben ihn jetzt natürlich hier auch eingeblendet. Ich weiß gar nicht. Der Ex-Mann von Katy Perry. Der Ex-Mann von Katy Perry, genau. Alter, Leute, was ist denn da los? Wirklich nicht. Das ist so ein. Aber African Child ist eins meiner Lieblingslieder von ihm. Ja, kennt kein Mensch. Ja, doch, Russell Brand. Ja, ich glaube aber, der ist witzig. Ja, aber er witzig kann mich nicht befriedigen. Witzig kann mich lange halten, ja, deswegen bin ich witzig. Hey, Russell Brand ist für mich so eklig, süffig. Wenn der lacht, sieht man seinen Zahnfleisch so krass. Russell Brand ist ein tierischer Flop für mich. Kann ich nicht nachvollziehen. Männer mit langen Haaren gehen auch gar nicht bei mir. Ja, so einen richtigen Upturner, den ich persönlich aber wirklich nicht ab kann, aber ich weiß auch nicht, aber es gibt viele Frauen, die stehen auf seinen Stil und sein Erscheinungsbild und sowas und das, was er alles verkörpert und sowas. Und vielleicht magst du ihn ja auch. Ist ein Deutscher, ja, weil wir ja so krass in Hollywood jetzt gelandet sind, aber ist ein Deutscher und es ist Sky Dumont. Oh. Also mit Sky Dumont könnte ich mir keine sexuelle Beziehung vorstellen. Unter keinen, auch nicht um die Menschheit zu erhalten oder sowas, wenn er ein Kind kriegen könnte oder sowas. Also da ist mir auch immer dieser Werbespot, wo er dann mit seinen Altherrenbeinen vor dem Spiegel steht und dann seine Hose fehlt und so und dann siehst du die Socken so komisch. Also, aber er hat eine lange Nase. Ja, das finde ich geil. Aber Sky Dumont, ist das ein Sexsymbol für manche? Auf jeden Fall. Der hat in Eyes Wide Shut mitgespielt. Geiler Film. Ja, dann sieht man übrigens in jeder Stelle in jeder Einstellung einen kleinen Weihnachtsbaum. Und immer dieses, wie macht das Geräusch? Ding! 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 Oh, ding! Fällt denn nicht. Aber jetzt bist du schon richtig geil auf meine Eins, weil meine Eins ist richtig geil. Hau raus. Meine Eins ist natürlich Hugh Jackman. Ja, also Hugh Jackman. Und ich habe, also als ich mich so richtig in ihn verliebt habe, war nicht beim ersten Mal Wolverine oder so, sondern das erste, also wo ich mich in Hugh Jackman verliebt habe, war bei seinem Auftritt bei Wetten, dass. Ja, da musste Ursula von der Leyen in der Mülltonne stehen, weil sie eine Wette verloren hat. Das und, gute alte Wetten, dass, wer vermisst es nicht? Ja. Und da musste er zu ihr hinrennen. Also, nee, also alle haben so sie angeschaut und sie hatte ein Röckchen an. Und da stand sie da mit ihren, also würde ich mir vorstellen, weißt du, wenn ich ein Röckchen habe und meine Strumpfhose und dann so den Müll tot trampel. Und dann kam er von der Couch gerannt, hat sie rausgehoben, an seine Brust gelegt, zur Couch zurückgetragen. Fand ich richtig geil. Boah, ist das schön. Es hat mich berührt und ich dachte mir so, wenn er mich so retten würde, wenn er jetzt reinkommen würde, mich hier rausträgt, das würde ich sagen, nee, heute nicht, aber ja, verstehst du? Kleine Überraschung. Ladies and Gentlemen, Hugh Jackman! Okay, da brauche ich nicht nach der Rollenverteilung fragen. Bei Hugh Jackman und dir ist eindeutig, wer Hugh Jackman ist. Echt? Alter. Also Hugh Jackman ist schon eine Hausnummer. Also ich will, dass du mich jetzt aber weghaust. Ne? Oh ja, aber meiner geht komplett in die andere Richtung. In unattraktiv? Also, ja. Meine Nummer 1 ist Ashton Kutcher. Oh. Ashton Kutcher, aber nicht der mit den kurzen Haaren, sondern der mit den langen Haaren. Verrückt, Ashton Kutcher mit den langen Haaren, quasi der Two and a Half Man Ashton Kutcher mit den langen dunklen Haaren und mit dem Bart. Ey, ja. Ashton Kutcher wäre auch,
Ich stelle mir das auch wirklich, in der Vorbereitung habe ich mir das vorgestellt, wenn ich mit Ashton Kutcher Hand in Hand zu meinen Eltern gehe und sage, Mama, Papa, das Ashton, Ashton, das sind meine Eltern, Ashton und ich werden heiraten. Hello Gabi, hello Thorsten. Gabi und Thorsten, meine Eltern, kennt ja jeder. Ich wäre so stolz, wenn der mich heiraten würde. Und weißt du, was ich glaube? Ja. Ich glaube, er würde es machen. Ja, glaube ich auch. Weil Mila Kunis ist auch irgendwie so diese. Ist durch, ist durch. Nein, wirklich, ich glaube, jetzt ohne Scheiß, Leute, auch du. Ja? Stellt euch das mal kurz vor. Ashton, okay, ich stell's mir vor. Neben mir, Hand in Hand, am Altar, wir beide so ein richtig schönes Brautkleid an. Nee, ich habe mir nur dich in einem Brautkleid vorgestellt, muss ich sagen. Für Ashton trage ich ein Brautkleid, Mann. Geil. Ashton Kutcher ist in guter alter Hand aufs Herz-Manier. Ashton Kutcher. From the heart. Okay. Ashton Kutcher kann ich mit leben, liebe ich in Butterfly-Effekt. Ja, stark. Geiler Film auch. Ja, hast du verstanden? Ja, du liebst ihn in Butterfly-Effekt. Jo, seid ihr cool mit meiner Liste oder mit der Liste von Chris? Über die Infokarten könnt ihr natürlich abstimmen, welche Liste geiler ist. Und in die Kommentare könnt ihr schreiben, was eure Liste ist. Und wenn ihr am Ende dem Video ein Like gebt und unseren Kanal abonniert, dann seid ihr auch im Club der coolen Leute. Was haltet ihr davon? Sehr gute Idee. Ich bin wirklich gespannt, wie die Liste von euch aussieht. Ich auch. Also unbedingt kommentieren und allen Bescheid sagen, dass es uns gibt. Ach, so schnell ist unsere erste Folge zu Ende. Immer so schnell vorbei. Wie beim Sex. Wir haben aber schon das nächste Thema geplant. Und zwar dreht sich nächste Woche bei uns alles um den Eurovision Song Contest oder wie Chris sagt, den Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Nächste Woche erwartet euch quasi eine Highlight-Woche, denn wir werden nicht nur ein Video online stellen, sondern direkt drei. Jeweils zum ESC-Halbfinale eine Folge und dann natürlich zum Finale. Es wird spannend. Bisher haben wir noch keinen einzigen Song gehört, oder? Na, den deutschen, ne? Dazu sagen wir aber noch nichts. Wir feiern hier auf jeden Fall eine fette Party. Sagt allen Musikliebhabern Bescheid, sagt allen ESC-Fans Bescheid und dann wird's ja richtig geil. Also, bis nächste Woche. Denkt dran, shine on. Aufregend. Erste Folge mit einem richtigen Thema. Fandest du es nicht aufregend? Doch, aber geiles Thema. Also ich mag das. Das ist ein geiles Thema. Ja. Absolut. Ich finde meine Liste viel heißer als deine, wa? Ich finde deine okay. Es geht gar nicht um die langen Haare, aber ich finde deine okay. Na du, ich finde bei uns merkt man halt einen tierischen Unterschied. Ich bin sehr in feminine Richtung gegangen. So Tom Cruise mit langen Haaren, Ashton, Jared Leto. Du bist schon sehr in die, du willst dominiert werden. Nee, gar nicht. Ey. Ich finde, Kit Harington ist eher so jemand, den ich so streichle und so. Habe ich doch mal gesagt. Ja, aber Hugh Jackman ist... Ey. Ja, Hugh Jackman war mein Top. Gestern released. Für einen Tag viele Abonnenten, viele Views, tierisch gute Kommentare bekommen. Ist geil, ey. Das ist ein richtig, richtig, richtig guter Start. Und ich finde es cool, wie es bisher angenommen wurde. Auf jeden Fall. Freust du dich auf den ESC? Ich freue mich tierisch auf den ESC. Ich finde es krass, dass echt schon wieder so weit ist, Mann. ESC ist für mich so ein Highlight. Danach ist erstmal wieder, schade, könnte... Nee, ESC ist immer nur die eine Woche, finde ich. Aber ist geil, ist eine geile Woche. Ist eine geile Woche und ist geil und ich habe richtig Bock drauf. ESC, und dann singen wir auch ein bisschen. Dann singen wir? Natürlich. Okay. Ich würde sagen, ich setze mir jetzt die Krone auf. Ja, hau rein. Und dann gehe ich zu Burger King. Ciao. Tschüss.